weiter und werde wieder dort meine CS-Streams und auch Casual-Streams machen. Facebook.com/derhorstor, ein Wort. Aus irgendeinem Grund war Horstor schon vergeben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da followen oder liken und kriegt dann immer Infos, wann es losgeht. So, jetzt haben wir den Befehl bekommen, es geht los. Die Knife Round ist live. Und wir sehen zwei Teams, die aufeinander zulaufen wie die Bekloppten. Jawohl, Chris J mit dreien. Und das sieht gut aus für Mouseboards. Mouseboards mit der Knife Round. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt sind wir mal gespannt, für was sich Maus denn entscheidet. Auf welcher Seite sie anfangen möchten. Sieht so aus, als wenn Mouseboards stayen möchte. Chris J schreibt Maus erstmal auf Deutsch. Auch sehr schön. So, los geht's. Wir starten in die First Round. Clan Mystic gegen das Team von Mouseboards. DE das 2. Und was sehen wir hier? Mouseboards, 5 Mann, die über die Cutters pushen. Und dort steht ein einsamer GMX, der über den Haufen geschossen wird. Nuki mit dem Headshot gegen Harz. Die Bombe ist down for B. Ach du meine Güte. Speedy fängt Kenny S ab, der reinpushen wollte von der Mitte. Was für eine offensive, gewagte, verrückte Round, aber sie wird einfach belohnt. SF versucht jetzt, sich im Alleingang hier nochmal vielleicht noch was zu arbeiten. Kriegt nochmal eine Nade ab. Die Runde ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Da werden die X-Ray-Rufe wieder laut. Jawohl. Kommt dann den X-Ray. Speedy gegen SF und jetzt nur noch Kio. Der hier versucht alleine irgendwo die Runde noch umzureißen, aber das ist eine aussichtslose Situation. Schöner Headshot nochmal. Oh, Legia mit dem Knife. Jetzt wollen wir mal nicht übermütig werden. Oh Gott, das sah ja furchtbar aus. Ich glaube, der Kiyoshima hat da nicht mehr viel Lust gehabt, die Runde noch zu holen. Ach du Schande. Also, gewagte, wirklich interessante First Round von Mouseboards. Total gepokert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wussten, was Mystic gerne auf das 2 in der First Round macht. Ob sie sich darauf eingestellt haben. Oder ob sie das einfach als Poker gespielt haben. Interessante Runde auf jeden Fall. Dementsprechend natürlich Clan Mystic in der Eco. Diesmal ohne Kevlar. Sondern nur mit Pistols. 3 CZ sehen wir hier und 2 Glocks, wenn ich das richtig sehe. Chris J steht an einer netten Posi, einfach da oben auf dem Container. So, in der Mitte kämpft Nuki mit SF. SF dabei der letzte Verbleibende. Mit einer Glock, der wird da nicht mehr viel regeln können. Er versucht es jetzt natürlich nochmal. Man muss jede Gelegenheit ja irgendwie auch versuchen zu nutzen, aber da kommt nichts mehr bei rum. Zu 0 für Mouseboards. Nochmal normale Eco auf Seiten von Clan Mystic. Nichts Außergewöhnliches. Und die Franzosen stellen sich unten in der Mitte auf. Es wird wohl der Versuch, Mitte raus Richtung B zu gehen. Legia hat aufgepasst. Nummer 2. Legia Nummer 3. Legia Nummer 4. Und gönnen sie ihm das Ace oder nicht? Schöne Runde von Legia.
Da hat er nicht verschossen, wie es aussieht. Der Reihe zu 0. Jetzt die erste Equip Round von Clan Mystic. Wir sehen hier Kenny S mit der AWP. Kein ungewohntes Bild. Und einen Aufbau, der sich ein bisschen Richtung Lang orientiert. Wir sehen drei Mystic-Spieler, die sich vor Lang platziert haben. Und zwei, die B abdecken. Mouseboards strengt sich nicht sonderlich an, Mitte wirklich unter Kontrolle zu halten. Verlassen sich lieber auf die Kreuzdeckung von CT Base und VB. Hier am Spotten. Ich bin ein bisschen 1-6. Versucht über die Kiste zu spotten. GMX versucht jetzt hier den Go alleine zu spielen. Sieht fast ein bisschen aus, wenn er versucht in die CT-Base zu hüpfen. Nein, er bewegt sich direkt zurück. In der Mitte steht Kenny erst schon ziemlich tief draußen und zielt Richtung Loch. Die Gier mit dem Molly. Oh, der ist ganz nett. Wird zum Teil oder vielleicht sogar ganz gelöscht. Speedy ist mittlerweile mit oben aufgepusht. Nugi versucht sein Glück gegen GMX beim Rauspushen. Jetzt passiert natürlich der Go auf B. Aber bedacht und beabsichtigt von Maus offen gelassen. Ja, Nugi pusht dann da direkt rein. Wurde abgezielt. SF erfolgreich gegen Legia. Jetzt nur noch Chris J, der hier alleine versucht, noch zu reißen, was zu reißen ist. Schafft nochmal einen. Kommt auch sogar in den Spot. Schießt nochmal SF, glaube ich, low, aber es hat nicht gereicht. Damit 3:1. Die erste Runde geht an Clan Mystic. Mit einem ordentlich gespielten, aber doch relativ standardmäßigen B-Split. Legia natürlich, dadurch, dass er weggesmoked wurde, mit wenig Möglichkeiten, da noch was entgegenzuhalten. Chris J auf Lang gegen Kyo. Sehr schön. Damit der Lang-Go schon mal ein bisschen abgewehrt. Oder die Lang, der Lang-Druck ein bisschen runtergenommen. Wir sehen da in der Mitte ist GMX schon relativ weit raus. Hat jetzt gleich Legia im Rücken. Legia hat ihn gefunden. Legia mit dem zweiten. Schön von ihm. Macht hier die zwei Leute. Damit die Runde eigentlich so gut wie weg. Jetzt nur noch aufpassen, dass sie keine unnötigen Frags mehr kassieren. Legia zieht jetzt eine Position in der Nähe. Wird hier fast gebankt. Nuki, Mitte. Nuki nochmal. Vierte Runde für Mouseboards, 4:1. Diese Runde doch ziemlich deutlich. An allen Ecken und Enden sind die Frags gefallen. Erst der Frag auf Lang. Dann Legia, der in der Mitte die beiden rauspushenden Terrors abgefangen hat. Und dann war die Runde eigentlich so gut wie gesichert. Tapsen hat ein bisschen Schaden gemacht und nicht nur ein bisschen an SF durch die Smoke. Und die Echo auf Seiten von Clan Mystic. Unspektakulär. GMX soll jetzt mal gucken gehen. Hat jemanden gespottet. Und zwar Legia, der da unten steht. Jetzt sind sie doch mit 4 Mann auf Codes. Scheinen sich aber nicht ganz einig zu sein, wohin es denn im Endeffekt gehen soll. Wir sehen GMX hier, der regelmäßig vor und zurück sich bewegt. Sieht ein bisschen aus, als wenn die irgendwie als Freestyle-Eco angesagt ist. Und jetzt entscheidet man sich doch Richtung Lang zu schieben. Dort steht Speedy alleine. Der allerdings relativ schnell Backup von Chris J bekommt. Jetzt stehen sie da schon zu zweit. Gut verschoben von Maus. Und Chris J verschießt im Spalt. Chris J hat einen. Speedy mit dem zweiten. Chris J mit dem zweiten. Und Speedy. Gutes Kreuzfeuer. Wenn auch gefährlich gestanden von Speedy. Aber wollen wir mal nicht zu sehr meckern.
5:1 für Mousebot. Die Eco ohne Verluste runtergespielt. Jetzt Clan Mystic wieder mit der AWP bei Kenny S. Und zwei Galils. Also Geld relativ knapp. Marcus Jade zieht schon mal durch die Wand. Wir sehen sehr, sehr langsam Aufbau. Chris Jay hat jetzt in der Mitte den gespottet. War allerdings mit dem Crosshair so weit weg, dass er gar nicht das Schießen brauchte. Jetzt natürlich die Ansage, dass Chris Jay in der Mitte mit der AWP steht. Deswegen verschiebt er jetzt relativ schnell. Und versucht, seine Position zu ändern, dass er eben nicht so bekannt ist. Ganz wichtig auf das 2, dass man dem Gegner nicht unbedingt die Runde überlässt, wo denn die AWP steht. Denn die AWP ist auf das 2 besonders mächtig. Erst recht, wenn ein Spiel so stark von der AWP abhängt, wenn du einen Chris Jay hast. Und jetzt kommt der Codescore. Kenny S gegen Legier. Und Chris Jay, kann er jetzt von lang noch was regeln? Nein, Chris Jay geht auch down nach einem Frag. Und auf lang steht noch Speedy. Wenn er den Winkel der Flash halbwegs verfolgen konnte, hat er vielleicht geahnt, was da passiert ist, dass er Mate verschoben hat. Kenny S, Nuki mit zwei Frags Richtung A. Kenny S auf A jetzt schon in Bedrängnis, kann Speedy aus dem Spiel nehmen, Nuki mit dem dritten und fängt an zu defusen. Und wir sehen, S hier, SF hat eigentlich keine Chance an die Bombe zu kommen. Und Nuki macht ihn auch noch dicht, starke Runde von Nuki, vier Frags für ihn. Wirklich, wirklich starke Runde. Und ermöglicht seinem Team dadurch den Retake und die Runde. 6:1, Mousebots geht weiter in Führung. Kenny S in der Mitte gegen Chris Jay. Chris Jay hat das Duell gesucht und verloren. Natürlich ärgerlich. Da kommt der Lango. Speedy völlig blind. Verliert gegen Kyo, hat allerdings noch einen Headshot setzen können, immerhin. Aber es reicht nicht. Lang ist offen. Legier mit einem schönen Frag. Kämpft da so ein bisschen. Er wird natürlich von der AWP dann geholt. Hat sie ein bisschen zu sehr angelegt. SF gegen Nuki. Und jetzt nur noch Tapsen, der hier versucht, im Alleingang auf Distanz gegen mehrere. Das wird wohl nichts. 6:2 steht es. Die Franzosen jetzt ein bisschen auf dem Vormarsch. Und die Runde eben war alles andere als ausgeglichen. Die Runde war ziemlich deutlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nuki hat den Monitor angemacht. Und da kommt der B-Go scheinbar. Tapsen hat sie frühzeitig gespottet, kann vielleicht lange genug leben. Entscheidet sich jetzt doch nicht zu flashen. Hätte vielleicht noch tun können. Und da ist der Go. Legia hat in der Mitte mal wieder dicht gemacht, was er gut macht. Kenny S hat ihn abgezielt. So, und jetzt 2 gegen 2 Situation. Speedy in der CT-Base und auch Chris J in der CT-Base. Kein Hit. Und jetzt die beiden Franzosen auf dem Spot. Legen die Bombe. Bereitet jetzt die ganze Geschichte vor, geht rein auf den Spot. Ist die Frage, wer wen zuerst sieht. Speedy hat Kenny S gefunden, aber Kenny S war schneller. Ja. Schön, und Chris J hat den guten Riecher, dass der Gegner rausgelaufen ist aus der Smoke. Und defuse einfach durch. Kann er es schaffen? Und er ist durch! Chris J defused einfach durch, zieht die Bombe durch und rettet seinem Team die Runde. Junge, Junge, diese Eier, diese Eier. Damit 7:2 für Mousebots, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Und ordentlich, ordentlich durchgezogen. Und jetzt kommt der schnelle Kurzgo und es wird ein A-Split. Chris J auf lang mit der AWP. Hat jetzt die beiden Gegner, die da rausgelaufen sind, verschießt.
Kyo mit einem starken Eagle-Headshot. Schießt nochmal. Nuki versucht jetzt noch hier die Bombe irgendwie. Ja, die Bombe kriegt er nicht. Läuft jetzt einfach aus der Smoke raus. Aber Kyo zieht ja von lang. Starke Runde von Kyo. Erst den Eagle-Headshot und dann die zwei sicheren AWP-Frags. Ja, Chris J hat da zweimal ganz bitter verschossen und schon ist so eine Runde weg. ...7:3. Clan Mystic mit der nächsten Runde. Und damit Mousebots in die Eco getrieben. Mystic baut jetzt langsam über kurz auf. Suchen jetzt natürlich, Kenny S versucht da jetzt die Frags zu bekommen irgendwo. Verschossen gegen Chris J. Aber nicht viel HP verloren. Jetzt geht Kenny S durch. Ja. Nuki nochmal von unten. Frag wird allerdings von Kenny geholt. Runde relativ unspektakulär. Relativ sauber runtergespielt von Mystic. Haben da nichts überstürzt. 7:4. Die Franzosen holen auf. Oh, Mousebots geht jetzt hier kein Risiko ein. Hat gesmoked trotz Eco. Versucht jetzt hier mit reinzukommen. Hatte die Chance, einen Frag zu setzen. Chris J hat währenddessen von kurz attackiert. Legia auch mit Frag. Das ist die Runde für Mousebots. So schnell kann es gehen. Unglaublich. 8:4 für Mousebots. Mystic hat sich da sehr auf die Mitte konzentriert, hat sehr mittig aufgebaut. Und dann kam von zwei Seiten der Push von Mousebots. Starke Runde. Ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das tut mir jetzt natürlich leid. Aber es ging einfach so schnell. Und schon ist Maus wieder im Spiel. Jedoch bei Mystic natürlich noch ein bisschen Geld übrig. Kenny S hat noch eine AWP in der Hand. Und Harz mit der Galil SF ohne Granaten. Aber das ist durchaus vertretbar. Und wieder der 1-3-1 Aufbau von Mystic. Kenny S wird jetzt wieder Mitte rausschleichen und wahrscheinlich eine Seite komplett abziehen, während er Deckung bekommt von seinem Mate. Da ist die Frage, ob... Ah, Kenny S verfehlt da um einen Millimeter. Dadurch natürlich die ganze Aktion aufgeflogen, aber sie haben nichts verloren. Sie haben ja den Rückweg gefunden, ohne Schaden zu nehmen, ohne jemanden zu verlieren. Jetzt wird sich auf kurz gesammelt bei den Franzosen. Und auch hier wieder, Kenny S geht vor und versucht auch den Frag zu suchen. Und auf dem Spot steht noch Legia. Mit einem Headshot. Was kann Legia jetzt hier noch richten? Speedy mit der Granate im Vierer. Kyo holt ihn da völlig blind, wie es aussieht. Und damit der Spot ein bisschen offen. Tapsen, schafft den Refact. Tapsen, starker Headshot gegen Kenny S. Und jetzt 2-on-1-Situation. Kyo macht nochmal einen schönen Headshot, aber Tapsen holt ihn sich. 9:4 damit der Rundenstand. Tapsen wird jetzt auch ein bisschen warm. Und Mousebots holt damit die 9. Runde. Geht wieder ein bisschen, baut die Führung ein bisschen auf. Relativ gewohnt von Mousebots, CT stark.
Wir haben ja das mittlerweile schon des Öfteren gesehen, auch wenn noch mit anderem Line-Up. Aber Mousebot scheint auch ein relatives Händchen dafür zu haben, auf das 2 die CT-Seite ziemlich stark zu machen. Und auch hier, auch wenn die Runden knapp sind, doch relativ... relativ, ja, auch starke und auch oftmals verdiente Runden. Nuki mit einem First Strike gegen SF. Natürlich in der Eco. Legia von unten von der Kante. Kassiert einen ordentlichen von Kenny S. Der jetzt aber alleine ist gegen 4. Ah, da kommt die Flash. Kenny S völlig blind. Kommt allerdings noch glücklich mit 50 AP weg. Aber kann natürlich nirgendwo hinlaufen. 10. Runde für Mousebots. Damit 10 zu 4. Müsste ich jetzt nochmal mit dem letzten Buy. Und werden jetzt sicherlich versuchen, Kenny S versucht nochmal in der Mitte das Duell zu suchen. Ist die Frage, ob Chris J... Nein, Chris J ist auf lang. Hat einmal versucht, das Duell zu suchen mit Kenny S und hat es verloren. Seitdem scheint er das gar nicht mehr eingehen zu wollen. Denke ich, ist auch nicht unschlau. Schön von Chris J. Hat er einfach, einfach Winkel immer weiter verkürzt und hat ihn gefunden. Als wenn er es gewusst hätte. Kenny S mit raus. Und jetzt soll der Split kommen. Aber Kenny S kann da nichts mehr machen. Nuki versucht hier noch dicht zu machen. Nuki mit einem. SF holt aber Tapsen vom Spot. Damit ist der Spot offen. Kenny S, wir sehen es jetzt immer noch mit unten. Versucht seinen Frag zu bekommen. Und Nuki hinten auf dem Spot. Mystic SF mittlerweile raus. Nuki hat seine Position verbessert. Schöner Headshot von SF. Chris J und Speedy machen die letzten beiden Frags. 11 zu 4. Damit der Zwischenstand nach der ersten Hälfte für Mousebots. Absolut starke Leistung von Mousebots, muss man mal ganz klar sagen. Eben auf Inferno nicht so überzeugend, meiner Meinung nach. Aber jetzt auf das 2 wieder relativ gewohnt starke Leistung als CT auf das 2. Irgendwie die Mousebots relativ ziemlich souverän, auch gegen vermeintlich richtig gute Teams. Jetzt bin ich natürlich gespannt, denn es muss ja nicht sein, dass es als T genauso weitergeht. Schauen wir mal, was Mystic auffahren kann. So, wir gehen in die zweite Halbzeit. Mousebots führt 11 zu 4. Jetzt auf Seiten der Terroristen und Clan Mystic, die Franzosen, ja, jetzt dementsprechend CT. So, und wir sehen, Kenny S hat sich da unten in die Mitte reingewieselt. Mousebots hat es komplett offen gelassen. Tapsen hat aber so einen kleinen Sprung gemacht, der das direkt verhindern soll. Und jetzt muss Kenny jetzt natürlich gucken, dass er wegkommt. Kann er jetzt nicht noch länger bleiben. Aber das hat... Wir schauen mal auf die HP-Zahlen. SF 3 HP, GMX 5 HP. Das ist natürlich eine schlechte Ausgangssituation gegen die ganzen Glocks. So. Und jetzt... Muss aufpassen, dass er nicht beim Runterfallen schon stirbt. Und jetzt... Mousebot sich ein bisschen auf kurz festgehagelt. Aber Speedy ist lang raus. Und der hat jetzt natürlich eine schöne Position, um ein bisschen Druck zu machen. Und Mystic verschiebt Richtung Mitte. Vermuten dann doch wohl eher den B-Split, wie es aussieht. Und sie könnten recht haben. Speedy hat nur auf Langnum und Frag gesetzt. Und jetzt geht's doch wieder rein, Richtung Kurz. Nach dem Frag von Speedy, sofortiges Umdrehen angesagt, Bombe Richtung Kurz zu schicken. Gut gespielt, schön verschoben. Schön die Verschiebebewegung der Gegner ausgenutzt. Tapsen hat in der Mitte noch versucht, Backstabber zu machen. Wurde von GMX allerdings gefunden. Und Legia ist in die CT-Base runtergegriffen. Speedy in der Mitte. Spielt da einfach den völligen... Wie drücke ich es am besten aus? Jawohl. Gut die Runde runtergespielt. Erste Runde geht er Mousebots. Schön, schön, schön. Und Mousebots
hat jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Vorausgesetzt, sie halten die Sache durch und spielen die beiden Anti-Ecos souverän runter. Mystic wieder ohne Kevlar-Eco und stattdessen nur mit einer normalen Eco. Jetzt heißt es natürlich bloß die Anti-Eco nicht abgeben. Und da kommt der B-Go. Doppelnet auf dem Spot, schön. Harz hat keine Chance gehabt, auch nur zu schießen. Und vor dem Tor sammeln sich die Franzosen. Aber Chris J rennt da einfach völlig respektlos raus. Rennt den Gegner einfach über den Haufen. Und jetzt nur noch GMX alleine gegen Tapsen, verliert das Duell. Flawless Eco für Mouseboards. Oder Anti-Eco. Damit der Spielstand 13 zu 2. Die Franzosen, Clan Mystic, nochmal auf Eco natürlich. Sparen hier ziemlich so, solide und vor allen Dingen auch diszipliniert runter. Scheint so zu sein, als wenn sie den Geldbonus brauchen. Nugi hat auf Lang schon mal einen First Strike gemacht, sehr gut. Ich habe es leider nicht gesehen. Jetzt SF kommt da rum mit der Siegel, kann vielleicht nochmal einen Hit setzen. Speedy gibt den Headshot. Relativ unspektakulär die ganze Geschichte. Auf dem Spot steht noch, sitzt noch Kenny S. Und jetzt schieben die Franzosen aus der City-Base nach. Chris James laufen, Nuki von Lang. Und jetzt auf dem Spot nur noch Kenny. Er kann noch einen schönen Headshot setzen gegen Nuki. 14 zu 4. Und die Franzosen müssen die Runde jetzt gewinnen. Wenn sie hier noch im Spiel bleiben wollen. Und wir sehen drei Mausspieler, die von der Mitte aufbauen. Zwei Richtung kurz. Zwei Deutsche gehen Cutters runter. Speedy auf Lang. Speedy hat immer jetzt scheinbar die Position bekommen, wo er ein bisschen auch im Alleingang versucht, was zu holen. Schöne Flash von ihm. War gut gedacht. Konnte leider den Frag nicht machen. Jetzt sitzt er natürlich da ein bisschen in der Problemzone. Welcome to the Danger Zone. Kommt allerdings nochmal weg. Kann also den Frag mitnehmen. Und Chris J schleicht währenddessen mit seinen Mates Mitte raus. Mit der AWP sieht man auch öfter. Hat Kenny es ja auch versucht. Mit der AWP die von der Mitte aus abzudecken. Und man sieht es hier auf der Karte. Die Franzosen haben es ein bisschen gerochen und haben Cutters ausgeschlossen. Und das könnte Mouseboards gleich zum Verhängnis werden. Wir haben da Cutters ziemlich offen gelassen. Und wenn das keiner... haben sie einen verloren. Aber jetzt kommt über CT-Base der Split Richtung A. Kenny S. geht jetzt down gegen Legier. Und jetzt ist es nur noch GMX. Und ich sage nur noch, und der Junge drückt einfach einen weg. Und jetzt der Retake. 2 gegen 2. Bombe liegt. Die Bombe liegt nicht sehr gut. Wir sehen Nuki da auf dem Spot sitzen. Ist low geschossen. Kriegt aber einen Frag. Hier ist nur noch Speedy. Nuki gegen Kyo. Und Kyo zieht durch. Das sollte nicht funktionieren. Das darf nicht funktionieren. Und es funktioniert nicht. Damit 15 zu 5 für die deutschen Jungs von Mouseboards. Gegen Clan Mystic 15 zu 4. Und... ja, kann man nicht anders sagen. Extrem starke CT-Leistung. Und jetzt auch die Runden souverän oder zumindest mit einem vernünftigen Ausgang. Und einfach... also, die CT-Leistung von Mouse auf das 2 stimmt. Müssen sie die anderen Maps auf dem gleichen Niveau spielen können. Jetzt kommt der B-Go, Contact. Harz macht einen kleinen Push am Loch. Der wird belumpt mit dem Frag. Kommt sogar weg. Und Speedy und Nuki müssen jetzt nachziehen. Und das lässt natürlich auf dem Spot Nuki mit einem ganz schönen... ne, nicht Nuki. Tapsen mit einem Problem, weil die Bombe in seiner Hand war.
Aber Clan Mystic hat sich zum Glück da nicht entschieden zu pushen. Und Nugi ist alleine auf den A-Spot durchgeschlichen. Und wurde jetzt aber doch gefunden von Kurz. Was für eine komische Chaos-Runde. Und da ist Harz, der wieder mal im Loch pusht. Und Speedy pusht einfach raus, holt zwei Leute. Einer völlig dreisten, respektlosen Aktion. Ja, und damit ist die Runde, damit könnte die Runde entschieden sein. Einfach völlig unerwartet rausgepusht, zwei Leute weggeschossen. Manchmal ist es halt eben einfach gut, das zu tun, was der Gegner nicht erwartet. Headshot von Tapsen, 16 zu 4, meine lieben Damen und Herren. 16 zu 4. Mousebots gewinnt hier gegen die Franzosen von Clan Mystic. Mit einer überragenden CT-Leistung und einer soliden, starken T-Leistung. Ich bin beeindruckt. Jetzt müssten sie diese Leistung nur noch auf den anderen...